Hallo Freunde, wir wollen uns den Junkyard Truck anschauen. Ja, man sieht schon, es ist wieder kein AAA. Aber vielleicht kommt der Spielspaß hervor, mal wieder. Wir schauen mal, das ist, ihr werdet schon sehen. Bin jetzt nicht gespoilert, ich habe nur den Trailer mal reingezogen. Hatte das vor Jahren, hätte ich fast gesagt, vor Wochen schon mal bei jemandem gesehen, den ich auf YouTube folge. Das ist ein Amerikaner, der eigentlich Truck Sim und so fährt. American Truck Sim. Und der hat jetzt das mal gehabt. Und da gucke ich mir irgendwann mal an, wenn ich für einen schmalen Apfel schießen kann. Und das war jetzt der Fall. Also werden wir das mal machen. Machen wir mal ein New Game. Ich habe jetzt nur mal an dem Audio rumgespielt und an den Grafik-Settings. Schauen wir mal, ob das alles soweit in Ordnung ist. Loading. The full service manual can be found in your garage. Da haben wir ein Handbuch, okay? So, da oben haben wir Hunger, Thirst, Sleep, Sanity. Alles klar. Es ist böse am Flickern hier visuell. Ihr seht das sicherlich auch. Map. Haben wir auch, die dreht sich hier mit, das ist blöd. Wir sind da unten links, das ist unsere Base, scheinbar, unser Zuhause. Was haben wir hier? Boah, Performance ist schlecht. Early Access natürlich wie immer. Gucken wir uns mal drin um, was wir hier so tun können. Fühlt sich ein bisschen, es ist zwar hier so flüssig, aber die Bewegung fühlt sich zäh an, sagen wir es mal zäh. Okay, was haben wir hier? Painten. Ich habe keine Ahnung. Manches ist beschriftet, manches nicht. Handschuhe, Gummistiefel. Eine Kettensäge, die Chainsaw. Ein Welder, was ist das hier? Ein Schweißer, ne? Elektroschweißgerät. Werkzeug. Und Diamond Black Repair Menu. Das ist sowas wie My Summer Car. Wer das kennt irgendwie, habe ich auch nie gespielt. Ja, wie können wir uns das jetzt angucken? Next ist X. Boah, X funktioniert nicht. Return to Jimmy's Junks. Okay, wir sollen das mal zu Jimmy's Junks. Wahrscheinlich geht es deswegen noch nicht. Jimmy's Junks. Auf der Karte können wir keine Maus bewegen. Wird wahrscheinlich da oben das sein mit dem Auto. Ein Schrottplatz. Daten. Sound ist sehr schlecht bisher. Klicken hier passiert nichts. Ah, mit E, okay. Tastatur. Unser kleines, aber bescheidenes Heim. Hauptsache eine schicke Glasvitrine. Eine Violine oder Geige, keine Ahnung, wie man es unterscheidet. Ein Computer. So, Advanced Mail System. Hier haben wir E-Mails. I found what you wanted, Johnny Junks. You're still looking for a truck? Ja, okay, wir suchen also einen Truck. My junkyard received a truck this morning. It's not any truck. It's a 1982 Diamondback. Okay, also einen Truck sollen wir uns da holen. This year, and model is legendary. Es braucht ein bisschen Arbeit, aber easy für $400. Come on down. Okay. Und die andere? Towing Insurance. Your Insurance, Versicherung. Upgraded to 24/7. Sehr laut. Okay, dann fahren wir mal hin zu den Kollegen hier. Haben wir eigentlich auch Controller-Unterstützung? Jein, also es geht, aber ich kann mich nicht drehen. Vielleicht können wir damit fahren. So, okay. Und nun? Fährt die Bude überhaupt? Da hinten müssen wir hin. Hallo? Fährst du oder müssen wir laufen?
Settings. So, was haben wir denn hier? Feste. Tasten, Map, Flashlight, Tools, Move, WASD, Jump, Shift, Interact, Crouchen, Inventory, Exit Vehicle, Clutch ist Kupplung, Winde, G und R, okay, Space, Lean Out ist Q, Vehicle Movement, WASD, okay. Müssen wir denn gar nicht, WASD, so funktioniert jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob die Bude ob die Bude überhaupt fährt hier. Motor ist drin, Batterie ist auch drin, okay. Sieht zwar jetzt nicht so ganz top aus. Geh nochmal rein hier. Headlights gehen. Scheibenwischer. Kann man auch nicht draufklicken. Windschlüssel, Ignition, Zündung. Parking Brake. Naja, jetzt am besten losfahren, Digga. Will nicht. Gibt es hier nicht, ne? Nein. Lean out ist Q, Break und Clutch. Okay. Q, da haben wir noch drin. Ganz schön laut. Bremsen geht nicht. Furchtbar. Audio. Wir haben schon die Hälfte runtergeschraubt. Oder da oben.
wahnsinnig. Wir müssen unter den 2 Stunden von Steam bleiben, damit wir sie zurückgeben können. Es ist ja eine Katastrophe hier, ey. Bringt überhaupt vor allem nichts. Tür. Wieder eins der Titel raus aus Steam, aus dieser Software-Müllhalde, ey. Die Toren. Was ist unser Truck? Den sollen wir holen? Den hast du für uns? Zeig mal her, Digga. Was sind das für? Grüß dich erstmal. Gut gefrühstückt heute Morgen, wa? You hear about the truck? You picked the right day. Ja, wir sind deswegen hier. Und die Soundunterschiede überhaupt nicht. Kannst du regeln, was du willst, ne? These Diamondbacks are actually really, really durable trucks. That's why they're still around. They're from a time when trucks were made of metal. Also sind sie sehr zuverlässig und stabil, sagt er, die Diamondbacks. This one's engine's in better condition. With a little fixture, they can be up and running. Okay, wir müssen den Motor noch zu laufen kriegen. Hier sind gar keine Zündkabel, nichts dran. Alter. Und nun? Resume. Missions. Johnny Junks, da sind wir. Offroad Truck. For sale. Don't forget to pick up your cash on your desk. Hahaha. Das hättest du mal früher sagen müssen, ey. Oh. Okay, wir müssen jetzt zurückfahren, oder was? Leute, wir machen kurz einen Break. Hier, $400. Und ich muss das Geld nochmal holen. Bis gleich. Wir cutten. So, Leute, da sind wir wieder. Ich bin diesmal auf der linken Seite hier hoch und runter gefahren. Das ist so ein Offroad-Bereich. Oh Gott. Es ist einfach nur so schlecht. Aber man muss den Leuten das zeigen, bevor die Geld dafür ausgeben. Wie gesagt, du hast ja bei Steam, wenn du mit PayPal bezahlst, den Vorteil, dass du innerhalb, du kannst immer innerhalb von 2 Stunden das Spiel zurückgeben. Oder halt nach 14 Tagen, wenn du die 2 Stunden nicht erreicht hast, spätestens. Bei PayPal hast du jedoch den Vorteil, dass du das Geld wieder zurückgeschrieben kriegst auf dein PayPal-Konto. Wenn du jetzt nicht mit PayPal zahlst, dann wird es immer eine Gutschrift bei Steam. Und das wollen wir ja nicht, ne? Aber so haben wir immer die Möglichkeit, mal zu testen und muss den Leuten das zeigen, was Entwickler 2022, das kam jetzt im Juli 22 raus. Early Access zwar, aber auch hier wird sich nichts mehr tun, weder an der Grafik noch sonst was. Das ist eins der schlechtesten Beispiele, die ich seit langem wirklich gesehen habe und gespielt habe. Weiter geht's. Ein paar Minuten haben wir auf jeden Fall immer noch. Wir können auch noch mal eine Folge machen, bevor wir es dann zurückgeben müssen. Weil das können wir auf jeden Fall nicht behalten für, ich glaube, momentan 12 Euro oder irgend sowas. Also, mir fehlen die Worte. Hier, Kollege, hier hast du deine Kohle. Wollen wir das Scheißding kaufen? Okay, I'll have it delivered to your place tomorrow morning. Er bringt den uns, okay. Jetzt haben wir oben rechts von $500 haben wir jetzt noch 100, 400 sind weg, passt. Er bringt den morgen.
These trucks use really common parts, so I'll always have a lot of shit here that's compatible. And if you can't find what you want, check back in a day or two. Ja, also jetzt immer mal wieder hierher kommen. Wir hatten eigentlich vorhin ja auch irgendwie Licht. Das soll unser Licht sein. Headlight oder weiß der Geier, was das sein soll. Lieber Entwickler, das ist nichts, Alter. Die Blöße würde ich mir auch nicht geben. Hier liegt Luftfilter rum. EVR-Filter. Für I ins Inventar haben wir den jetzt? Jo. Müssen wir uns Teile immer suchen oder was? Maria, die Karre erstmal zum Laufen bringen. Eine Uhrzeit oder so haben wir hier auch nicht gerade, ne, auf der Map. Nope. Es ist schlecht, Alter. Das ist so schlecht. Was es nicht alles gibt. Ich sage, das Team ist eine Software-Müllhalde, weil jeder Idiot da seinen Scheiß veröffentlichen kann. Deswegen heulen sie ja immer über PlayStation-Netzwerk und so. Weil dort wird geprüft. Das hat den Vorteil, dass es halt keine Müllhalde wird. Ist ein Krümmer oder was? Ja. Was auch ins Inventar packen? Nee. Müssen wir ins Auto mitnehmen irgendwie. Kofferraum. Keine Ahnung, ob das geht. Geht. Nehmen wir erstmal mit, der wollte nichts dafür haben bisher. Was ist das? Kanister. Da wo nichts dran steht, können wir nichts mit anfangen. Dann liegen hier alle paar Tage neue Teile rum oder was. Guckt euch das mal an, Leute. Was bitte ist das? Alter, selbst die 3D-Modelle. Ich flipp aus, ey. Ehrlich, so ein Scheiß. Gucken wir, ob wir überhaupt eine zweite Folge davon machen werden. Na, wir warten jetzt mal, bis er uns die Bude hier morgens früh bringt. Wie er es versprochen hat. Wir hauen erstmal wieder ab hier. Schwarz an den Hobel, Junge. Erstmal unser Licht wieder aus. Öl fehlt hier. Katastrophe, ey. Hier, wir machen es mal auf 0,1. Spielt ja eine Rolle.
Ohren. Oh Gott. Das gibt's ja überhaupt nicht. So, was sollen wir jetzt machen? Jetzt haben wir eine neue E-Mail bekommen, ne? Oder? Ne, wir sollen jetzt hier pennen, okay. Jetzt ist das Auto da. Oh Gott, so viele Mails. Das hatten wir. Cash for your scrap metal. In an effort to clean up your town and the surrounding area, Auto Junction will be given cash for your scrap metal. Okay, wir können überall Schrott sammeln und es verkaufen. Dicker Budgie, you're looking for help. Das ist eine kleine Mission. I broke the garbage trucks you joined again. Nobody can know about this. I will give you $10 per garbage bag that you deliver from the town to my landfill. I can also give you money for old tires, okay? Cellular services. Be a run. If your truck's running yet, I want to see it. Also, can you drop by the gas station and pick up 12 pack for me? Beer will harm, don't worry, I get some money. Logging, Holzstämme, wood delivered, yeah. Also müssen wir erstmal 12 Paletten Bier kaufen. Can you drop gas station? 12 Dosen oder 12 Paletten? Testen wir aus. Alter, das Geräusch, da wirst du ja krank bei. Die Kettensäge. Maria, ist das schlimm. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Alter. Character Movement. Interact ist immer eh. Select Tool 1, 2, 3. Spannung, Schraubenschlüssel. Keine Ahnung, wie das gehen soll hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das schlecht, Alter. So. Also, was sollen wir jetzt machen? Search for some scrap metal. Deposit in a junkyard loading area and talk to Johnny. Ah, hier ist unser Truck. Hat er uns noch gebracht hier. Die Bude läuft oder was? Ohne Kabel? Mich verarschen. Warte mal, wir können das Ding mitnehmen hier, oder? Ist das so Guss? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt fahre ich mit euch mal die Offroad-Strecke. Das Manual. Return to Jimmy Junks. Das ist. Ja, aber mit dem, der will nicht hier, der Kollege. Den müssen wir bestimmt erst auf Vordermann bringen. Ja.
Gott, ey. Und so mit dem hier nochmal fahren. Ja, Leute, wir cutten hier, glaube ich, oder? Machen wir nochmal eine Folge und dann geht der Mist wieder weg. Fahren wir noch zur Tankstelle. Das jetzt? Wie funktioniert das Tanken? Okay. Oh ja. Leute, guckt euch die Scheiße an. Nee, dafür machen wir keine weitere Folge mehr. Das ist sehr verschwindend. Geht nicht. Naja, auf jeden Fall sollst du dann halt hier mal reingucken. Du kannst dann halt Cash machen, wie man es von Farmers Life zum Beispiel kennt oder so, Junkyards sind. Genau so Schrott. Und dann kannst du dir hier einen hinspielen, ne? Du musst dann die Autos reparieren. Genau. Autoparts, ja, kaufst halt einen dafür, ne? Aber so weit werden wir das nicht mehr machen. So weit kommen wir nicht mehr. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Ventile hier. Nocken. Dann kannst du deine, das Auto zusammen frickeln. Das ist die Kasse des Vertrauens hier. Zündkabel. Plugwires. Gott. Guckt euch das an. Kolben. Trümmer und so. Das haben wir eben gefunden. Das ist dasselbe Modell, nur das sieht noch ein bisschen neuer aus. Luftfilter haben wir auch gefunden. Getriebe. Vielleicht spielt das ja jemand von euch. Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Ansonsten schreibt mal eure Eindrücke dazu. Ich wollte es euch mal zeigen. Das ist wieder einer der Beispiele, die bei Steam so rumkursieren von Tausenden. Ist nur Softwaremüll, den sie sich aber teuer bezahlen lassen. Ja, Freunde. Felgen. Räder. Genau. Jetzt hier noch ein bisschen rumfahren halt, ne? Aber ich meine, zieht euch das an, das lädt nicht ein zum Rumfahren. Hier ist unser zentraler Platz, Hebebühne, Werkstatt. I need someone to shut off the overflow valve on the water tower. Problem is, the access road is gone. The weather this year.
pretty much destroying everything. Ja, brauchst du eine Offroad-Karre, um ihm zu helfen? Die Straße ist nicht da. Hier überall so kleine Missions, das kennen wir ja alles, ne? Hier kannst du dir richtig eingeben. Lol. Ich wollte es euch mal zeigen. Was steht hier? Try to leave and boom. Und hier sollen wir 12 Dosen Bier kaufen. Wo denn? So. Hello? Lady. Hello, Lady. Cash Cow. OMG. Nee, Leute. Das soll jetzt mal die kurze Einführung gewesen sein von einer halben Stunde. Zu diesem Spiel, grafisch, optisch, es ist eine Katastrophe. Ich bin immer wieder überrascht, wie mutig Entwickler sind, heute 2022 sowas noch rauszuhauen, zu teilweise unverschämten Preisen. Noch dazu, Early Access sowieso. Aber ja, so ist es nun mal, ne? Und Screening. Und mal gucken, ob ich ab und zu noch mal so einen Titel rauskramen kann. Vielleicht ist das eine Kaufentscheidungshilfe bei manchen, die dann trotzdem Bock drauf haben. Oder viele, die sagen dann, oh, Gott sei Dank, habe ich das nicht gekauft. Seid ihr auch schon mal auf den Titel gestoßen? Lasst es mich wissen. Reinhauen.